Apfeldoktor in Plieskastel, Ben, moin, servus. Na, der Andi ist heute auch da, der Alex ist da, wir haben Full House und hatten heute Morgen schon fleißig Videodreh hier für einen kleinen Imagefilm, kleinen Image-Trailer über den Apfeldoktor und dem, was wir hier so tun. Ja? Ja, was soll ich sagen? Guck mal, Andi, das kann in den Versand ruhig. Achso, das steht schon bereit. Gut, alles klar, cool. Was machen wir? Wir machen heute mit euch in einem Live-Video was ganz Schönes, und zwar eine Speicherplatzerweiterung an einem iPhone 7 Plus. Der Kunde kam gestern Nachmittag kurz vor knapp rein und hat gesagt, er möchte gerne den Speicherplatz an seinem iPhone 7 Plus erweitert haben, und zwar auf 64 GB. Wir haben ihm auch die 128er Variante angeboten, aber nein, er meinte, die 64 GB, die reichen mir. Dementsprechend, aktuell sieht es hier hinten ein bisschen wild aus. Ihr seht, hier steht noch eine Menge Mist rum. Im Laufe der nächsten Woche wird der Umbau hier endlich abgeschlossen. Dann sehen die Regale auch nochmal wesentlich vorteilhafter aus. Und dann, ihr werdet es im Imagefilm dann auch schon teilweise sehen. Die waren jetzt heute hier. Wir haben jetzt mal so die Nahaufnahmen-Szenen gedreht vom Löten etc. Und wenn dann hier die Werkstatt umgebaut ist und auch unser Versandbereich dann nochmal schöner aussieht, dann machen wir auch davon noch ein paar kleine Videos, und dann wird das Ganze zusammengefasst in einem schönen Imagefilm. So, ich zeige euch erstmal das Gerät, um das es geht. Das ist hier dieses iPhone 7 Plus, und ihr seht, aktuell hat das Gerät, die E-Mail verdecke ich jetzt mal, oder nee, konnte ich auch lassen, ist egal, hat eine Speicherkapazität von 32 GB. Und wir erweitern das Ganze jetzt auf 64 GB. Ihr dürft natürlich zuschauen. Und ja, wir zerlegen dazu erst einmal das Gerät. Machen das Ganze hier jetzt ohne Schnitte. Wir arbeiten ja eigentlich immer ohne Schnitt. Ne? Kann mich nicht erinnern, wann wir mal einen Schnitt gemacht hätten. Ganz anfänglich in den Videos haben wir ab und an schneiden müssen, weil wir da noch nicht wussten ganz genau, wie funktioniert das alles hier und mit den Files. Wir hatten da ein anderes Videoformat in OBS ausgewählt, das wäre dann zu groß gewesen, und dann haben wir das alles nochmal ein bisschen komprimiert und teilweise auch geschnitten, aber das war die Anfangszeit. Seitdem schneiden wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Könnten wir eigentlich alles auch als Stream machen. Ja, passt also. So, einmal die Verklebung raus, die wird später natürlich erneuert, wenn wir das Gerät wieder montieren. Das ist auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass man sauber arbeitet und auch solche Dinge wie eine Verklebung an einem iPhone 7, iPhone 7 Plus, auch iPhone 6s ganz einfach mit erneuert. Das gehört einfach dazu. So, ihr werdet dann ein relativ langes Video bekommen, weil wir auch die komplette Demontage dann quasi noch mit auf dem Video drauf haben. Ja, waren die ganze Zeit? Ja, ja, es ist 7. S7 ist nicht vorgeklebt, ja. Hat der Andi sich jetzt schon gefreut über Dinge, die eigentlich gar nicht erfreuenswert sind. Hab dem Andi jetzt schon ein paar Mal heute gesagt, er soll mal Bier holen gehen. Wir haben Freitag, den 13. Da muss man eigentlich ein Bier trinken, präventiv. Gut, guck mal aus der oben bei den Testscreens oder was dabei ist. Ach so. Gut, dann bei dir auch nicht? Schau mal hier. Ja. Gut, okay. Dann machen wir es so. Wenn dich das nicht weiter stört, brauchst du dann das nächste? Dann möchtest du ein Baseband an einem iPhone 7 machen, oder möchtest du ein Baseband an einem iPhone 6 machen? 6er. Okay. Kleiner Moment. Andi, kannst du ihm mal bitte oben eine Box reichen, die 65 oder irgendwas? Ja, oder? Ja, das kann er. Sorry, kann auch der Alex machen. Schau mal. Muss mal schauen, ist noch. Müsste ein Baseband sein, oder? Alex, der haut heute ein Baseband nach dem anderen durch. Ist schon
schon lustig. So, gleich haben wir die Platine draußen. Und dann geht es auch gleich an die Speichererweiterung. Werdet ihr sehen, wie mache ich aus 32 GB 64 GB. Wir können das auch spektakulärer machen, können dann viel größeren Speicher reinhauen, aber der Kunde mag eben nur 64. Wir haben gesagt, hey, es ist noch nicht mal ein Aufpreis, ehrlich. Jetzt haben wir gesagt, Kunde, es ist kein Aufpreis, du kannst die 128 nehmen, nee, 64 reicht mir. Gut, was willst du machen? Dann kriegt der Kunde das, was er mag, 64 GB, kein Thema, gerne. So, vielleicht sollte man wirklich noch drüber nachdenken, was ich mir noch überlegt habe zu dieser Videooptimierung, eventuell auch eine Enhance-Kamera noch dazu zu nehmen, sodass man auch sieht, wie wir das Gerät hier zerlegen, weil ihr habt dann immer nur meinen Kopf im Bild und seht mich nach unten schauen, wie ich das Teil zerlege. Und das wird wahrscheinlich dann, denke ich, auch geskippt werden, weil das braucht ja eigentlich kein Mensch. Ja? Nur wenn ich das jetzt ausgebaut hätte, schon vorab, dann... Gut, ich hätte auch das Board liegen drin lassen können, hätte euch dann die GB-Anzahl zeigen können. Hätte ich auch tun können, ja. Aber ist egal. Ziehen das jetzt so durch. Vielleicht hat der ein oder andere ja gefallen an ein bisschen Trash-Talk. So, gut, Platine ist draußen. Kommt jetzt auf unser Unterhitzmodul PPD 120. Best, sage ich. Bisschen entzutrillern. Und dann geht's schon für euch, liebe Freunde der Sonne, ab unters Mikroskop. Seht ihr den Speicher? Das ist der Nennspeicher, sitzt auf der Rückseite der Platine. Ich empfehle euch, das hier nicht nachzumachen, es sei denn, ihr wisst, was ihr tut. Ja? Ich schnappe mir jetzt die Heißluft mit 250 Grad Oberhitze ab 150 Grad Unterhitze und erwärme jetzt mal leicht das Overfill der Kondensatoren und den Kleber, der rund um den NAND rum ist, und kratze den vorsichtig auf. Warum? Anders, wenn ich den NAND später entnehme, lösen sich die Bauteile mit und ich muss die dann nochmal neu setzen und das mag ich nicht, habe ich keine Lust zu. Wenn sich mal was löst, ist es auch kein Problem, das wieder zu befestigen. Aber unnötiger Arbeit kann man so aus dem Weg gehen. Großer Vorteil gegenüber den 5S oder auch dem iPhone 6, also ab dem iPhone 6 wird dieses Overfill und auch das Underfill schon wesentlich freundlicher. Ja, vorher war das wirklich, iPhone 5, iPhone 5S war das richtig eklig, war das eine richtig ekelhafte Pampe, deshalb ist auch eine iPhone 5S Baseband-Reparatur so teuer, weil es einfach mega viel Arbeit ist. So, jetzt haben wir das freigelegt. Jetzt gehen wir auf 340 Grad. Und schnappen uns unser Spatcher-Tool. Das hier ist das jetzt das Quan Li. Das nehme ich aber dafür nicht. Ich schnappe hier dieses. Ordentlich und dann können wir jetzt loslegen. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit 340 Grad Oberhitze, 150 Grad Unterhitze. Der eine oder andere wird sagen, das ist zu viel. Ich fahre seit ewigen Zeiten hiermit sehr, sehr gute Erfolge und habe auch keine Probleme, dass sich in irgendeiner Form irgendwas so verhält, als dass es nicht ordentlich wäre.
Wir könnten so Sachen auch maschinell machen. Wir haben ja auch noch eine BDS 620 im Haus. Können sagen, nennen CPU oder so, machen wir maschinell. Wir machen das noch alles von Hand. Ja. Ihr seht schon die Blase, die aufgesprungen ist. Dementsprechend wisst ihr, ihr kommt auf Temperatur. Vorsichtig drunter fahren. Keine Gewalt anwenden. Das Lot muss flüssig sein. Jetzt reißt ihr euch die Pads ab. Wollt ihr nicht. Zack, wunderbar. So soll das aussehen, wenn er dann drunter kommt. Und dann passt das. Wenn da mal was abgeht, dann ist es mal ein NC-Pad, das kommt ab und an mal vor. Aber das war's auch. Das war's dann auch schon. So, bisschen Flussmittel drauf und jetzt ziehen wir das Lot gleich ab. Guten Hunger, lieber Alex. An dem? Anderes Display mal probiert. Gut, dann schnappt ihr das nächste. Das so angegeben wurde. So, das hier ist ein NC-Pad. Also nicht weiter wild. Und jetzt schnappen wir unseren Lötlitze. NT105. Ich mache das bei 380 Grad. Bisschen Lot drauf. Er hat auch schon einen Ohrwurm. So. Und jetzt machen wir einmal mit einem Cleanroom Vibe etwas sauber. Dann schnappen wir uns das PCB Cleaning Tool von Quan Li und reinigen oder kratzen Schaben damit die Kleberückstände weg. Wieder bei 250 Grad mit der Heißluft. Das Tool ist sehr, sehr fein, mit dem könnt ihr sehr, sehr gut arbeiten. Steht da gar nichts von No-Touch drauf, wird als Basement abgegeben und hat No-Touch. Natürlich toll. Ja, schnapp dir das nächste. Quatsch. Seid vorsichtig, dass er keine Bauteile abreißt. Nur wirklich gerade die Kleberückstände aufreinigen. Und wieder der Vorteil eurer PPD 120, ihr könnt sie variabel unter euch bewegen. Wenn du was anderes brauchst, Alex, habe ich auch noch genug da, ne?
So, und jetzt noch einmal diese Seite hier und dann gehen wir einmal rundherum durch. Ich schalte das mal an. Das kannst du gerne machen. Dann kannst du das hier, das muss TriStar sein, kannst du gerne machen. Reicht dir? Okay. So, und ihr seht, das nimmt schon Form an. Logic Board ist schön gesäubert. Ja, müsst ihr später ja den NAND wieder auflöten und dann solltet ihr nicht irgendwie sich stören an Kleber, der rundum sitzt. Geht er an die Bier holen? Kannst du mir mal sagen, er kann ruhig ein bisschen Bier holen gehen. Unser Alex, der war früher nie am Handy, ne? Und der hat irgendwie, ich weiß nicht, der entweder der verkauft irgendwas oder der, ja, er verkauft sich und seinen Körper, weil der hängt in letzter Zeit irgendwie ständig am Handy rum, der Typ. Verkauft Lötreparaturen. Verkauft Lötreparaturen auf eBay Kleinanzeigen, ja. Komm abends zu mir nach Hause, ich löte dir dein Handy, ich löte dir die Buchse. Das Witzige ist, die Lötabsaugung steht unterm Tisch und ist noch nicht angeschlossen. Wird alles jetzt im Zuge des Umbaus erfolgen. So, jetzt schnappen wir uns auch wieder. Na gut, brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil den Speicher. Das ist Quatsch, den Speicher nehmen wir jetzt nicht mehr, den lesen wir jetzt einmal aus, weil wir brauchen die Daten, die auf dem Speicher sind. Ja? Die Speicherdaten brauchen wir. Wi-Fi, Bluetooth, MAC-Adresse, Seriennummer, E-Mail-Nummer, ist alles auf dem Speicher hinterlegt. Ja? Und dementsprechend ein Backup hat der Kunde schon zu Hause gemacht, also das ist nicht mehr unsere Aufgabe. So, wir arbeiten hier jetzt mit der JC, ich mach mich mal hier größer, ja. Diesen Teil. Und, was ich vergessen hatte, das Apfeldoktor-Logo war nicht im Video. Leute! So, naja, nicht weiter wild. JC Pro 1000S mit dem neuen P7-Modul. Gutes Stück schneller als das PCIe. Das ist der Vorgänger. Sehen wir den Vorgängerspeicher einmal ein. So, und dann können wir jetzt sagen, hier, das ist ein 32 GB Speicher von einem iPhone 7 Plus in schwarz. Und jetzt lesen wir den quasi einmal aus. Ja, das sagt der Extract Complete. Schnappe ich mir den Originalspeicher, lege den hier hin und nehme mir den 64er Speicher. Leg den ein. Ja. Loading in. Und jetzt drücke ich hier auf Write. Ja. So, jetzt geht er hin und überträgt die Daten von dem ursprünglichen Speicher auf diesen Speicher. Write complete. Ja. So, jetzt mache ich hier einmal Detect. Okay. Einmal Read. Jetzt schaue ich mir an. Passt alles soweit, Seriennummer passt, E-Mail-Nummer bzw. MLB, die E-Mail-Nummer sehe ich hier jetzt ja nicht, ich sehe jetzt hier im Endeffekt die Seriennummer von dem Gerät, das passt soweit, ja. Alles gut, alle Daten soweit in Ordnung, passt.
schnappe ich mir den Speicher, den 64er. Power off. Von der JC 1000. Jetzt muss ich den noch einmal reballen, das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Ist aber jetzt nicht weiter wild, können wir gerade zusammen machen. Stört ja auch keinen. Ach, schaut mal hier. Getrocknetes Flussmittel vom letzten Reball. Ach, schau mal. Ja, es ist Fernseher unten aus. Och Mann, wie kann das sein, dass das Fernsehen unten aus ist hier? Och, guck mal, geil! Freitagsreparaturen, ja? Ja, Andi, komm mal ins Bild. Du Babsack. Auch Andi, Alex, kommt mal alle her. Einmal in die Kamera. Hallo. Das ganze Team bitte. Hallo, wir sind keine Alkoholiker. Du nicht? Sagst du nicht mit? Der sagt nicht mal Hallo in die Kamera. Ein richtiger Schwuchtelpeter. Naja. Ups. Ein Genuss. Unser ganzes Trinkgeld geht immer drauf für Bier. Das ist wirklich grausam. So. Ich arbeite jetzt mit einer Lotpaste von der ASFO, mit der CR44 SMD. Aus dem Grund, die liegt jetzt schon ein bisschen länger und da wird die zäher. Und meine Mechanik, die war all. Jetzt habe ich eine neue Dose aufgemacht und die ist mir noch zu flüssig. Die lasse ich jetzt hier wirklich stehen und lasse die erstmal ein bisschen trockener werden. Und so lange verbrauche ich jetzt einfach mal die CR44 SMD. Davon habe ich auch noch ewig viele Kartuschen. Ich arbeite einfach lieber mit dem Zeug, wenn es ein bisschen dicker ist. Das ist, ich kann es da besser verarbeiten. Wenn so viel Flussmittel drin ist, in der Lotpaste, wenn die noch so flüssig ist, dann läuft das Zeug ohne Ende. Ja. Ich stehe auf dicke Dinger, willst du sagen damit. Erzähl das mal meiner Frau, die ist zwar im Moment schwanger, aber, was soll ich sagen? Dick ist anders. Also außerhalb der Schwangerschaft. So. Dann Heißluft. 340 Grad, 10% Luftstrom nehme ich jetzt. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen niedriger wählen, aber ich will hier jetzt easy going schnell durch. Ach Gott, wisst ihr was? Ich habe euch nicht auf dem Mikroskop. Ich höre nochmal auf. So. Jetzt seid ihr wieder auf dem Mikroskop. Das ist, wenn man umschaltet. Und dann geht es jetzt gleich weiter. So. Nur eines aufgefallen, gerade mit einem Auge, dass wir hier unten noch ein bisschen mehr Lot auf den einen Punkt hauen können. Was brauchst? Ja, genau. So, jetzt passt das. So, jetzt haben wir den Speicher reballed. Schau dich mal an, wunderbar. Mein Stencil gerade noch sauber. Ah, übrigens, ich habe mir was überlegt. Und zwar, wenn ihr Bock habt, dass ich euch eventuell mal so ein paar Videos fertig mache, wo wir vorstellen, was wir an Werkzeug und an Tools nutzen in diesem Bereich. Ja? Dann hinterlasst einen Kommentar dazu. Und sorgt für ein bisschen Kommunikation unter den Videos und dann mache ich das gerne. Ja? Dann werde ich euch einfach mal die Stencils vorstellen und nochmal explizites Flussmittel, die verschiedenen Unterhitzmodelle, Lötkolben etc. Dann stelle ich euch alles wirklich mal in einzelnen Videos vor, wenn ihr das denn möchtet. Aber dazu brauche ich wirklich ein bisschen Interaktion.
wenn ihr das wünscht, werde ich das dann auch für euch machen, gerne. So, jetzt haben wir den Speicher rebolt. Was brauchst du? Wärmebildkamera. Wenn ich die jetzt anmache, dann hängt mir hier mein System im Video. Ich bin aber gleich durch mit dem Video. Also von daher kannst du dann auch gleich wieder hier an den Rechner für die Wärmebildkamera zu benutzen. So, hier seht ihr die Platine. Da hauen wir jetzt ein bisschen Flussmittel drauf. Hattest du keinen Code für das Gerät, Andi? Warum passiert dir sowas? Wie ist es mit dem VCC Main Short? In Zukunft bitte drauf achten, mein Freund. So. Grad, 35% Luftstrom mit meiner JBC Heißluft, 150 Grad Unterhitze auf der PPD 120 und eine iPhone 7 Plus Hauptplatine, ein Logic Board aus einem iPhone 7, das eine Speichererweiterung bekommt. Wir verlöten jetzt den 64er Speicher. Die Daten haben wir bereits übertragen. Von dem 32 GB Speicher auf den 64 GB Speicher. Ihr seht, der Speicher zieht sich auf die Lötpunkte. Wir tippen den hier noch einmal kurz an. Er hat relativ wenig Platz, aber es geht. Hier, jetzt seht ihr, dass alles, dass er wirklich schön das Lot schwimmt. Ja, schwimmt auf den Lötpunkten. Das merkt ihr, wenn ihr ihn leicht antippt, er zieht sich dann auch gleich in seine ursprüngliche Position oder in die Position zurück, die er soll. So, das war's, der Speicher sitzt. Dieses geblendete Bild unter dem Mikroskop sollten wir demnächst dank dem Akku Reiber auch im Griff haben. Der arbeitet nämlich aktuell an einem Polfilter für das Zeiss, sodass wir dann damit das Ergebnis haben sollten, dass wir weniger Blendung haben und dass das Ganze schöner aussieht. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Ich klemme jetzt hier nur einmal das Lightning an. Powerflex. Ja, kannst du auch einfach upgraden. Den 256er kriege ich aktuell für netto 49. Also Upgrade ist da kein Thema. So. Was denn? Dann hängen wir einmal Kabel dran und iTunes erkennt ein Gerät im Wartungszustand. Wir stellen das iPhone einmal wieder her. Das müsst ihr generell immer tun nach so einer Speichererweiterung. Ja. Zieh mich nochmal groß ins Bild und proste nochmal. Wenn du am Löten bist, ja. Ich könnte jetzt mal hier einen offiziellen Aufruf starten. Die ganze Zeit habe ich es ja nicht gemacht, da jetzt der Alex geht und der Andi den Alex ersetzt. Wir brauchen jemanden für Durchgangsreparaturen im Blieskastel. Wie bitte? Ersetzt. Wir brauchen jemanden hier im Tiskastel für Durchgangsreparaturen. Wenn ihr also aus der Region Saarland Rheinland-Pfalz kommt, also besser Saarland, weil Pfälzer, ihr wisst ja, wir sind da ein bisschen eigen. Ja. Bei uns wird noch geschwenkt und wir benutzen Maggi, ja, wir trinken Urpils oder eben auch mal ein Paulaner Weißbier. Ja, wir sind auf der Suche. Bewerbt euch gerne per E-Mail an info@der-apfeldoktor.de oder direkt zu meinen Händen an ben@apfeldoktor.eu, Emil Udo, richtig. Und dann sehen wir weiter. Ihr solltet Grunderfahrung natürlich haben. Am besten könnt ihr schon alles. Ja? Ihr könnt reparieren wie ein Gott. Ihr arbeitet ruhig, sauber, ordentlich. Ihr seht klasse aus. Ihr beherrscht perfektes Deutsch. Ihr beherrscht die deutsche Rechtschreibung.
Komplett ringfest müsst ihr natürlich auch sein. Ja? Intelligent, gut aussehend. Ich weiß nicht. Beleidigbar. Ja, beleidigbar, genau, richtig. Ihr müsst ein hartes Fell mitbringen, weil bei uns geht es auch schon mal zur Sache. Da wird auch schon mal der eine oder andere oder die Mutter des einen oder anderen Mitarbeiters ja, in die Mangel genommen, nenn ich es mal so. Ja? Nee. Spaß. Eigentlich kein Spaß, aber trotzdem Spaß. Soll ich sagen, ich muss mir ein bisschen die Zeit vertreiben, weil das Ding wird gerade wieder hergestellt. Und sobald das dann erfolgt ist, kann ich euch zeigen, dass das Gerät jetzt keine 32 GB Speicher mehr hat, sondern 64 GB Speicher. Und da kann unser Andi schon den Kunden anrufen und sagen: Lieber Kunde, Wochenende, Freitag der 13., setz dich in dein Auto, fahr mit 300 km/h nach Blieskastel und hol dein speichererweitertes iPhone 7 Plus mit 64 GB ab. Ja? Was soll ich dazu sagen? Ja, und wir machen dann gleich weiter mit einer Baseband-Reparatur an einem iPhone 7. Die hauen wir auch schnell noch durch. Wir haben jetzt 14 Uhr. Nehmen wir noch schnell mit rein. Wie sieht es denn bei dir aus? Ach, der wartet schon wieder. Alex, der wartet den halben. Kannst du sowas nicht machen mit Eisspray? Du hast doch die andere Wärmebildkamera noch. Nee, der arbeitet jetzt nur noch mit der Quan Li. Am Anfang hat er geschimpft. Na, brauchst du so einen Scheißdreck? Nee, alles Quatsch, ja. Und jetzt steht er voll auf die geile Quan Li Tools Plus Wärmebildkamera. Mega das Ding. Kurzschlussfindung gerade im Bereich Low Shorts. Super geil. Gestern hattest du einen Low Short mit wie viel? 80 mA? Gut, 80 mA ist ja, es geht ja noch geringer, aber trotzdem einen schönen 80 mA Kurzschluss. Was war es gewesen? Ach, weiß er schon gar nicht mehr, hatte zu viel, sagt er. Ja. Nee, aber die eignet sich dafür super. Kann ich euch auch gerne mal in einem Video vorstellen. Aber ich möchte Interaktion. Wenn ich da irgendwie jetzt 50 oder 100 Kommentare unter dem Video habe und ihr schreibt drunter, bitte stell uns mal die neuesten Gadgets und Tools vor, dann mache ich das. Anders mache ich das nicht. Ja? Dann müsst ihr euch damit zufrieden geben, dass ich ab und an, wenn ich gerade mal lustig bin, ein Video für euch mache und euch zeige, wie man Speicher erweitert an einem iPhone 7 Plus oder sonst irgendwas. Das gerne. Aber durch Interaktion könnt ihr erreichen, dass ich auch mal ein paar Tools einfach vorstelle und auch den Umgang damit. Ja? Der Andi, der ist am Abnehmen. Das, was ich auch nochmal machen sollte, ich war runter auf 72 Kilo, bin jetzt wieder bei 82. Richtiger Fettsack momentan. Ja, und der Andi, der frisst jetzt am Tag so dreimal Eiweißbrot mit irgendwelchen Cremes, die er sich zu Hause zusammenmixt. Ja? Und ja, meint er wird irgendwie 20 Kilo leichter. Was er nicht wird. Die Wiederherstellung wird gleich fertig sein. Ne? Es ist einfach nur eine Speichererweiterung. Dauert es kurz? Ja? Dann müssen wir das Ganze ein bisschen mit Labern überbrücken. Ne? Ich hoffe mal, das stört euch nicht allzu sehr. Ein anderer wird jetzt einen Schnitt machen, aber nein, ich mache keinen Schnitt, weil dann könnte ich ja theoretisch durch den Schnitt, wenn irgendwas nicht geklappt hätte, das verdecken. Und das mache ich nicht. Ich zeige euch, dass was das wir machen, funktioniert. Ganz einfache Sache. Ja? Und daher bin ich eigentlich kein Freund des Schneidens. Ja? Und von daher lassen wir das mal sein. Ich könnte ja eigentlich gerade schon mal. Was ist das hier? Ah, das ist das AT-Gerät. Ne? Über den Hersteller, okay. Also macht das mal bitte, box das mal noch ein, bitte, damit wir es später nachverfolgen können. Und ich könnte dann ja eigentlich schon mal beginnen mit der Demontage von dem. Oder was hast du auf dem Tisch? Hast du noch Reparaturen auf dem Tisch? Kannst du mir das auseinanderbauen, sodass ich das Basement machen kann? Oder. Ja? Gut, guck mal, das ist die Box, die dazugehört. Dann hol mir die Platine bitte raus. Dann mache ich das Basement schnell. Können wir das heute auch noch rausknallen? Und dann hätte ich noch zwei, drei Sachen. 4, 5, 6, 7, 10, die du auch noch diagnostizieren könntest, Andreas. Weil der Andreas weiß, er ist jetzt am Fressen und dem seine. Diese Creme, die der isst. Ist, sorry, wir sind Menschen, wir essen. Die riecht unheimlich stark nach Knoblauch, muss ich sagen. Hat die deine Mutter gemacht? Weil die auch immer ein bisschen riecht. Die modelt für Sucuk. Ja, seht ihr, das meine ich damit, wenn ihr dann hier eure Arbeit aufnehmen solltet. Dann müsst ihr damit leben, dass ihr wenig Geld bekommt, viel arbeiten müsst und auch noch viel euch viel anhören müsst. Ja? Naja, was soll ich sagen? Es tut mir leid, dass das jetzt so lange dauert. Was könnte ich machen? Inzwischen soll ich mich auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln oder was in der Richtung machen?
Handstand, ja? Komm mal her, Andi, komm mal ins Bild, dann überbrücken wir das Ganze mal mit, damit die auch mal einen richtigen Huren sehen. Mann, es ist jedes Mal. Jetzt gibt es einen großen Sprung. Das heißt, wir sind relativ am Ende schon mit der Wiederherstellung. Ich zeig's. Nee, die Fehlgeschlagen. Bevor hier was fehlschlägt, heiße ich Gustav, ja, und hab eine Muschi. Also wirklich. Also das wird nicht passieren. Das ist ganz normal. Nach einer Speichererweiterung musst du bei der Softwarewiederherstellung etwas Geduld aufbringen. Ja. Ist einfach so. Ja, das heißt, wir haben irgendwie wahrscheinlich später 10 Minuten. Schau mal, das Video geht jetzt 36 Minuten. Wir haben den 36 Minuten des iPhone 7 Plus komplett demontiert. Ja, es war noch komplett montiert. Vorher noch gezeigt, die E-Mail-Nummer, die Speicherkapazität. Wir haben alles ausgebaut. So, die Wiederherstellung ist erfolgreich gewesen, natürlich. Jetzt startet das Gerät. So, dann haben wir alles ausgebaut, haben entlötet, haben aufgesäubert, haben die Daten übertragen, haben den neuen NAND-Speicher geflasht, haben den verlötet, ja, und sind bei 36 Minuten mit bestimmt 10 Minuten Dummgelaber von mir. Also wirklich, ja, was willst du noch mehr? So, wenn das Ding dann jetzt irgendwann fertig ist, dann werde ich euch das Ergebnis präsentieren. Ich bin froh, wenn hier unten umgebaut ist. Ja, das alles mal. Wenn ich in die Kamera gucke und gucke hinter mich und sehe diese Scheiße, kommt es mir hoch. Wirklich. Das gefällt mir nicht. Gestern war ich übrigens bei einem Friseur. Ich mag den Namen nicht sagen. Aber ich wollte eigentlich zu einem anderen Friseur. Ich gehe da immer, ich mache mal ein bisschen Werbung, ein bisschen Off-Topic nochmal. Ich gehe da mal zu einem Friseur in Frankreich. Der ist top. Der ist on point. Der ist genial. Ja, der ist direkt über die Grenze. Ja. Maison Gérard Laurent oder sowas. Ja, super. Ja. So, da ich in letzter Zeit aber nur in der Firma sitze, dachte ich mir gestern Abend, komm, Samstag musst du auf eine Hochzeit, gehst du schnell zu einem zu Alis Barbershop in Homburg hier. Ja. Die sind auch okay. Dann wollte ich dorthin, wollte mir den Bart machen lassen, die Haare, dann haben die schon zugehabt. Die arbeiten nämlich nur bis 18 Uhr. So, das Gerät ist übrigens fertig, ich zeig's euch gleich. Ich erzähle euch das aber fertig. So, dann bin ich auf dem Rückweg, habe ich irgendwann auf dem Weg angehalten, habe da einen Friseur gesehen, der hat dann noch bis 19 Uhr offen gehabt. Ja, da komm, hups, ich rein, sag, Jungs, könnt ihr Haare schneiden? Ja, können wir. Der Friseur war homosexuell, was jetzt überhaupt gar nicht irgendwie abwertend. Nee, es ist nicht abwertend. Der kann wegen mir, der in Frankreich ist auch homosexuell und ist gut, ja. Beide. Beide, und die sind top, die sind genial. Auf jeden Fall komme ich da rein, sag dem, er soll mir die Haare ordentlich schneiden. Ja, wie möchtest du sie haben? Habe ich gesagt, mach das gut aussieht, Junge. Ja, von hier kurz nach lang, oben ein bisschen schön, hier Gesicht ein bisschen ausschneiden, bam, bam, bam. Ich finde deine Sendung ganz schön sexistisch. Ich konnte mir heute Morgen ungelogen die Haare nachschneiden mit der Küchenschere, weil ich ausgesehen habe wie geschissen. Ja, so, da frage ich mich ehrlich, wie kommt so jemand an eine Berufserlaubnis? Wie kann das sein? Wenn wir so Smartphones reparieren würden, wie der Haare schneidet, ja, dann wären wir seit 8 Jahren pleite. Jetzt, ich habe das jetzt korrigiert, der ist jetzt suboptimal, ja. Jetzt geht ja gar nicht um die Homosexuellen, ja, das ist, also ich möchte gar nicht abwertend sein, weil ich, ja, kenne viele nette Homosexuelle. Genau, richtig so. Ihr seht jetzt hier, E-Mail und Seriennummer wird angezeigt. Nennt man das eigentlich Pony, was du da jetzt hast? Das, nee, der hatte mir einen Pony geschnitten, ja, ich musste mir das Gesicht dann einrahmen. Ja. Jetzt ist ein gerades Pony. Jetzt ist ein gerades Pony, gerades Pony dank meiner Schere. Was soll ich sonst machen? Ihr seht, bei uns ist es schon ziemlich lustig, ja. Bei uns ist es ziemlich lustig. Wer schreibt mir denn da? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für so einen Mist. So, dann schnappen wir uns SimTray. Ich hoffe, der hat die iCloud rausgenommen, damit ich euch dann auch wirklich die Speicherkapazität zeigen kann, weil das wäre jetzt sau ärgerlich. Wenn der nämlich jetzt die iCloud nicht rausgenommen hat, dann kann ich das Gerät nicht aktivieren. Aber wenn er das nicht gemacht hat, dann müsst ihr mir vertrauen. Ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe und dass ich den Speicher verlötet habe und dass das Ding läuft. Ja? Aber ja, ich meine, was soll ich dazu groß sagen? Ja? Ich kann mich auch ins WLAN einloggen. Das heißt, Wi-Fi und Bluetooth MAC-Adresse ist auf dem Speicher korrekt hinterlegt. Ja? Jetzt hätte ich keine Wi-Fi-Funktionalitäten, könnte das Gerät dementsprechend auch gar nicht versuchen zu aktivieren. Ne?
Das sind auch viele Spezialisten, die das nicht sauber hinbekommen und dann können die das Gerät hinterher nicht aktivieren, bekommen einen Aktivierungsfehler. Das ist bei uns schon mal nicht der Fall. Ich hoffe jetzt nur, dass die iCloud deaktiv ist, damit ich euch in den Einstellungen den Speicherplatz zeigen kann. Ja? So. Und wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo eine iCloud-Sperre drin und dann kriege ich die Krätze. Kriege ich dann. Ja? Ich schaue mal, ob ich es hier drüber auf die Schnelle gemacht bekomme. Ist eine Sperre drin? Ich gehe von aus, dass eine Sperre drin ist, ja. Nein, warte, so. Ich glaube, es ist. Ne, es ist keine drin. Nee, es ist keine drin. Ist ja wunderbar. Ja, dann mache ich den. Da hat er. Haben wir wirklich mal. Code nicht verwenden. Ja, gut. Funktioniert. Dann kann ich es euch wirklich zeigen. Es wäre jetzt ärgerlich gewesen, weil dann gibt es wieder Leute, die dann unter das Video schreiben: hahaha, es hat nicht geklappt und deshalb machst du so. Nee. Aber hätte der jetzt seine iCloud noch aktiv gehabt, dann wäre das nicht möglich gewesen, euch da irgendwas zu zeigen. Ja? So, wenn ich jetzt hier gehe auf Einstellungen, allgemein Info, dann zeigt er mir ja an, dass das Gerät, ups, fokussier, 64 GB hat. Ja? Das heißt, wir haben ein Speicher-Upgrade gemacht an einem iPhone 7 Plus von 32 GB auf 64 GB in einem 40-minütigen Video und hatten eigentlich eine reine Arbeitszeit von 20 Minuten. Naja, okay. Ich hoffe, ihr zieht euch dieses Video zum Wochenende rein, pünktlich zum Wochenende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr schaut das Video auch durch und gebt euch ein bisschen den Trash-Talk zwischendrin, weil auch das gehört gewollt zu unserem YouTube-Format. Ich danke euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr unsere Videos teilt, liked, wie auch immer. Ich danke euch und ich bin raus, euer Ben vom Apfeldoktor in Pliskastel. Ciao und ein schönes Wochenende.